es hätte mies enden können. Zum Glück kann ich froh, dass ich immer noch sitze. Aber ich habe mir gedacht, ich ziehe es für die Community durch. Es war krass. Sophia fand es auch nicht cool, dass ich mich dieser Gefahr aussetze. Aber ich hab gedacht, Community geht über Überleben einfach. Über Liebe, Beziehung, über alles. Geil, Mann! Schweinsack. Was war das? Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Komm mal rein, Leute. Wettbewerbsfähig, die JP Performance Pizza. Let's go. Nochmal kurz eine Ansage, bevor das Video losgeht. Egal, was passiert dort beim Video, auch an die JP-Fans, an alle, nicht böse sein. Ich gebe meine 100% ehrliche Meinung ab. Egal, was passiert. Ich hoffe, ihr habt mich alle trotzdem lieb. Und die, die mich vielleicht nicht so kennen, sind hoffentlich nicht sauer auf mich. Hallo, lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute aus Wuppertal. Wir werden heute die Pizza von JP Performance testen. Was das auf sich hat, werdet ihr gleich erfahren. Nichtsdestotrotz muss ich noch mal ein, zwei Dinge aufrollen. Dann ist es ja nicht das erste Produkt, sage ich mal, von JP, was ich teste. Ich habe auch schon mal den Burger getestet, 2 Videos gemacht. Da hat nicht jeder unbedingt beide Videos gesehen. Das will ich kurz vorstellen und dann werdet ihr erfahren, was das Ganze auf sich hat hier. Bei einem Video mit dem JP Performance Burger war ich dabei, das war vor 2,5 Jahren. Da haben wir den JP Burger probiert und alter Verwalter, der hat mich sowas von gar nicht überzeugt. Also der war wirklich, um ehrlich zu sein, richtig schlecht. Also mir hat er gar nicht getaugt. Mit JP's Pizza. Also erstmal ein, zwei Worte. Es ist immer schwierig, ein Produkt zu testen, wo eine riesen Fanbase hintersteckt. Mir ist es das höchste Anliegen, wirklich persönlich aus der Sache rauszugehen. So, das ist mir eine ganz wichtige Angelegenheit. Was mir aber noch wichtiger ist und was immer ganz oben steht, ist, dass ich ehrlich bewerte. Und das geht nicht anders. Wir können nichts verfälschen, wir müssen ehrlich sein. Zu meinem Test bei JP, ich war ja zweimal da, hab einen Burger-Test gemacht, alle haben gesagt... Da war ich, zack. Alle haben gesagt, der ist krass, der Burger, der ist heftig, der toppt alles. Als ich da war, hat er beim ersten Test wirklich enttäuscht. Alle haben sich gewundert, Holle, was laberst du für Scheiße? Und so waren natürlich auch viele sauer. Hat sich aber bei meinem zweiten Test alles aufgeklärt. Ich habe mit einem Restaurantleiter geredet, der hat mir erzählt, dass der Burger beim ersten Mal ein TK-Burger war. Beziehungsweise ein TK-Patty. Lieferengpässe genau etc. Brauche ich, glaube ich, nicht genauer erklären. Beim zweiten Test war der Burger wirklich stabil. Und genau das hatten Holle und ich beide auch kritisiert, glaube ich, dass das Fleisch richtig nach nichts geschmeckt hat. Es hat auch, ich glaube, wir haben sogar gesagt TK-Patty. Schaut euch das an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gesagt haben, dass das wie so ein Fertigburger, wie so ein Tiefkühlburger schmeckt. Und es war dann tatsächlich auch so einer. Und das hat uns einfach richtig enttäuscht. Wir sind alle persönlich rausgegangen. Genau das zur Vorgeschichte von mir und JP, wenn man es so nennen mag. Heute... Gute Erklärung, hätte ich nicht gewusst so mehr. ...die Pizza getestet. Was hat das Ganze auf sich? JP Performance Pizza ist eine Kooperation mit der Pizzakette 60 Seconds to Napoli. Deshalb sind wir auch in Wuppertal heute. Das lag bei mir auf dem Weg. Bei mir in der Nähe ist leider keine Pizza gewesen. Die haben zusammen eine Pizza rausgebracht. Die gibt es dementsprechend im Restaurant 60 Seconds to Napoli, wo es eine neapolitanische Pizza gibt. Diese Pizza werden wir heute testen. Wir werden auch eine normale Pizza testen. Einfach gucken, was sie generell kann. Das werden wir zuerst machen. Und dann gucken wir, was JP's Pizza kann. Ich hoffe wirklich, Leute. Ich hoffe, die wird reinknallen. Da ist er jetzt schon, da ist er jetzt schon. Muss ich hier hoch oder was? Ah, ich glaube, hier bin ich richtig. Ich hätte da eben reingehen müssen. Ich habe schon gesagt, ich habe das schon gerochen. Wisst ihr, was in der Luft liegt? Die ist leicht verbrannte von der neapolitanischen Pizza. Diese schwarzen Flecken, wo, wenn man die noch nie gegessen hat, denkt, ich gebe die jetzt zurück, weil die verkohlt ist und irgendwie falsch. Nein, die gehört so. Und das habe ich hier draußen schon gerochen. Hier geht es jetzt rein. Ich glaube, weiß nicht, ob das der richtige Eingang ist, aber ich werde erstmal versuchen, hier reinzugehen. Es gibt, glaube ich, 6 Filialen. Zumindest Wuppertal-Essen. Boah. Habe ich alles vergessen. Ist auch nicht so wichtig, aber wir testen jetzt erstmal die Pizza. Wir testen, wie gesagt, eine normale Pizza, gucken, was die kann. Denn wenn die schon mal nichts kann, dann kann JP auch nichts dafür, dass seine Pizza vielleicht nicht so gut schmeckt. Und jetzt gehen wir erstmal rein. Das ist ja viel Pixel im Film hier wahrscheinlich. Das könnte problematisch sein. So sieht das aus hier. Das traut man sich mal gar nicht. Das ist echt Überwindung gerade. Das müsste alles pixeln. Moin, grüß euch. Perfekt. Er filmt das Restaurant und sagt gleichzeitig, man darf die Leute nicht zeigen. Gleichzeitig pixelt er das halbe Bild, das man nicht im Restaurant sieht. Also, wir haben eine Mission, klarer Auftrag. Ich kann gut mit Aufträgen leben. Ich muss Roberto finden. Er ist der Einzige, der Deutsch kann. Ich sehe schon. Moin, mein Lieber. Ich brauche Roberto. Roberto! Du bist der Einzige, der Deutsch kann. Du bist mein Mann heute. Ja. Aber nein, du siehst top aus, ich schwör's dir. Wäre ich eine Frau, würde ich. Nee. Doch, wäre ich eine Frau, würde ich. Also, was mir erstmal auffällt. Eins, was ich noch nie gesehen habe. Ich bin gleich wieder bei dir, Roberto. Ich nehme mal meine ersten Eindrücke auf. Zum ersten Mal sehe ich hier bei der neapolitanischen Pizza so ein dicker Rand. Also so aufgebläht wie eine Wolke. Als hättet ihr noch mal Spritze rein und Luft reingepumpt, ne? Gut aus, ne? Schmeckt die aber auch? Ja. Perfekt.
Aber du musst das sagen, weil du hier arbeitest. Nein. Ne? Okay, geil. Dann guck. Oh, da knistert's aber, ne? Da knistert's. Guck ich mal. Roberto, kann ich als erstes die Salami-Pizza nehmen zum Test? Nehme ich die Salami? Ich kann ein Wort Italienisch. Listen to me. Piccolo cazzo. Grande, Bro. Grande, grande. Ich kann nur Ci siamo sposati. Grande. Wer weiß, was das heißt, kann es in den Chat schreiben. Ci siamo sposati. Ich glaube, man spricht so aus. Abendessen Reis oder Nudeln? Reis. Guckt euch mal die Kreation hier an, Leute. Wild, 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 wild. Die sehen schon krank aus. Hast du gerade auf den Arsch gehauen, Roberto, oder was? Nein, doch nicht. Da hast du. Kein Problem. 60 Sekunden rein oder wie lange? Also eins kann man sagen, es ist richtig, ich wollte gerade sagen Druckbetankung. Ich weiß nicht, wie ich auf den auch so komme. Hier geht Schlag auf Schlag, eine Pizza, boom, boom, boom. Eine Pizza nach der anderen rein, bam, bam, bam. Tausend verschiedene Kreationen, Laden voll. Die wirbeln hier. Jeder hat seine Aufgabe wie am Fließband. Du musst die Pizza auch mal probieren und ein Video machen. Es kommt nächste Woche auf The Franklin das Video zur besten Pizza der Welt online. Also, und da mein, also es gibt halt einen Piazzolo, glaube ich, nennt man die, ne? Also ein Pizzabäcker, der ist Weltmeister, amtierender Weltmeister im Pizzabacken und der lebt in Deutschland. Also bei denen kann man in der Pizzeria essen und er ist halt der beste Pizzabäcker der Welt. So. Und dann gibt es aber auch noch eine Pizzeria bei Neapel. Und diese Pizzeria habe ich getestet und die wurde mehrmals Jahr für Jahr als die beste Pizzeria der Welt gekürt. Und dass die halt eben die beste Pizza quasi verkaufen, die besten vom Geschmack her und allem drum und dran. Was dann das Beste ist, ich teste mal, das ist erstens Geschmackssache, zweitens Ding. Auf jeden Fall, es ist eine arschgute Pizza. Und diese Pizza habe ich für euch probiert. Und das Video kommt auf Franklin nächste Woche Sonntag. Deswegen, ich brauche jetzt erstmal keine neapolitanische Pizza mehr. Und nicht nur die Pizza, da kommen noch mehr neapolitanische Pizzen. Oh, Roberto. Oh, die ist gut geworden. Oh, und wie die dampft und alles. Sieht heftig aus, ne? Piccolo cazzo. Nein. Nicht lang schnacken, Leute. Wir nehmen direkt jetzt eine Runde Salami. Gucken, was sie kann. Das ist Don Diablo normalerweise. Ah, das Salami kommt sofort. Kommt sofort, okay. Aber ist auch gut, Diablo, ne? Ja, Don Diablo ist auch gut. Oh, vielleicht nehme ich lieber Don Diablo. Wie du willst, du musst einfach sagen. Dann nehme ich Don Diablo. Aber bringt Spaß hier, ne? Zu arbeiten. Sehr. Ich merke das. Ja, ist auch gut. Ja, ist bisher. Der ist nicht so gut, ne? Nein, Familie. Familie, ne? Genau. Ich finde es auch mal krass, wie die immer so ein Gefühl haben, wie lange drin sein muss, ne? Monte würde jetzt sagen, Geschmäcker sind verschieden. Nur für uns geht er diesen Gefahren ein, einer der besten Pizzen, ja, Macher. Bruder, es war, es hätte mies enden können. Zum Glück kann ich froh, dass ich hier immer noch sitze. Aber ich habe mir gedacht, ich ziehe es für die Community durch. Ich ziehe es für euch durch, dass ich einfach diese Pizza, es war krass. Sophia fand es auch nicht cool, dass ich mich dieser Gefahr aussetze. Aber ich habe gedacht, Community geht über Überleben einfach, über Liebe, Beziehung, über alles. Oh, da ist meine Don Diablo. Da kommt meine Kamera rauf, hab meinen Ständer wieder vergessen. Ich hab die jetzt im Karton bekommen. Kleines Missverständnis, aber egal, kommt direkt frisch aus dem Ofen. Ui, da ist sogar noch so Chili-Pulver und sowas drüber, ne? Oh, die schaut gut aus. Meine Erfahrung, was neapolitanische Pizzen angeht, inzwischen sehr viele, die wirklich gut sind. Es gibt aber deutschlandweit wirklich nur ganz wenige, die Weltklasse sind. Jetzt gucken wir, was das für eine ist. Schneidet wie Butter. Überraschend. Die trauen sich in einer Hinsicht was wenig andere machen. Die meisten nehmen eigentlich die gleichen Tomaten, diese San Marzano-Tomaten. Und die haben so eine ganz andere Tomatensoße. Na, nicht ganz anders. Aber du merkst gleich, wenn du reinbeißt, ganz aromatisch, eine gewisse Süße. Aber du merkst sofort, dass was anders. Im positiven Sinne, aber was ich oft bei Pizzen kritisiere, ist, dass jede zweite gleich schmeckt. Beißt rein, kommt dir direkt diese andere Tomatensoße entgegen. Ganz aromatisch, leicht süßlich, wunderbar. Starker Teig außen. Jetzt will ich das mal zeigen nochmal. Guck dir das mal an. Schau mal. Chat, ihr bestimmt jetzt bitte mal mit. Ihr habt jetzt eine normale Pizza, eine Pinsa und eine neapolitanische Pizza. Welche esst ihr? Und New York Style, okay?
Für welche entscheidet ihr euch? Ich hatte nämlich in Ding, in Malta, an meinem Junggesellenabschied, haben wir die beste Pizza Maltas gegessen. Und die war so eine Pinsa. Und das Krasse war, ich glaube, es war sogar Oscar. Der hat danach gemeint, eine der besten Pizzen, die er in seinem Leben gegessen hat. 10 von 10. Mein kleiner Bruder hat gesagt, beste Pizza, die er in seinem Leben je gegessen hat. Und die war richtig krass. Der Tag hat gerade begonnen, wir waren noch nicht irgendwie voll oder so, aber das hat so krass gut geschmeckt, ich habe gehört, als wäre man stoned und würde man dann was essen. Die war so intensiv und so simpel. Manchmal ist das so schwierig rüberzubringen vom Ding her, aber ich finde ehrlich gesagt, zu einer richtig geilen Pizza gehört auch ein bisschen Schärfe. Dieses Fettige mit Schärfe im perfekten Verhältnis und dann noch ein paar geile Geschmäcker von so einer geilen Salami. Oh, das kommt richtig gut. Neapolitanisch, Flammkuchen, lol, Pinsa oder neapolitanisch, Deep Dish Only, Kappa, okay. Deep Dish, ganz eklige Nummer, New York Style, Pinsa auch geil, ja, okay, dann ich würde auch sagen, Pinsa oder Ding. Der Biss ist richtig weich und auch wieder ganz special, ganz anders. Wenn man sich jetzt die Hochkaräter in Deutschland reinzieht, die ersten 3, 4 Plätze, die sind alle darauf gemünzt. Wo sind die denn? Mr. Pizza in Dortmund, Berlin, Lantica, Pizzeria, Gaso, Pizza. Boah, da fehlen aber, glaube ich, noch einige, oder? Es gibt noch safe noch viel mehr Pizzerien, die krass sind. Es ist sich weicher als weich, durch wie Butter, durch wie eine Wolke. Als hätte ich so das Gefühl, ich sage dann immer, es fühlt sich surreal an, dieser Durchbiss, als wäre es irgendwie, würdest du gerade träumen. Das hier ist ganz anders gepult. Du beißt da rein, es ist zwar sehr weich, aber dann geht es in dieses Sapschige, wovon ich auch bei Burger manchmal rede. In der Hinsicht von diesem Mundgefühl einfach. Verdammt süß, merke ich inzwischen. Wenn man auf ganz hohem Niveau guckt, würde ich sagen, etwas zu süß. Aber es ist auch immer Geschmackssache, vergesst es nicht. Wenn er sagt, zu süß, für wen anders, er sagt, boah, endgeil. Schärfe, als hätten sie da noch Honig reingemacht. Knuspert von außen. Rafa, er schreibt im Chat, immer lieber Restaurants, immer Pizza essen, weil Nudeln wird man nicht satt. Stimme ich dir zu 100% zu. Das Risiko gehe ich nicht ein. Aber stell dir mal nur ein Stück Lasagne im Restaurant. Welcher Mensch, wer da draußen, wer wird von einem Stück Lasagne satt? Von einer Pizza? Okay, kann man noch drüber streiten, kann ich mir vorstellen. Aber niemand da draußen, niemand wird von einem Stück Lasagne satt. Honig auf Pizza, eine der besten Pizzen, die ich bisher hatte, hatte Honig drauf, ja. Reinbeißt, merkt man das sogar. Das ist immer nur ein Test, Leute. Einer von vielen. In dem Fall mit Kamera muss man immer noch mal undercover abchecken. Ich habe gerade, ich weiß gar nicht, ob ich das Video angesagt habe, die Riesenkette mit größtem Umsatz deutschlandweit. Ich da aber wirklich super performt. Ich habe die gleiche Pizza privat noch mal getestet. Es war so scheiße, es war verdammt scheiße. Muss ich einfach kein Blatt von, darf ich kein Blatt vom Mund nehmen. Deshalb raus, raus aus dem Ranking, so das will ich nicht sehen. Passt also in Zukunft auch auf Gastronom, wenn ich privat komme. Das geht nicht anders, das kann ich nicht verantworten. Wenn da jemand hingeht, diese Pizza isst und sieht, ich habe die empfohlen, das ist mir peinlich. Da stehe ich mit meinem Namen für. Das ist mein Lebenswerk, sage ich ja mal, diese Rankings. Wir gehen jetzt zur Runde 2, wirklich jetzt der JP-Pizza. Danach die Bewertung. Roberto! Es war lecker, wirklich, muss ich sagen. Bin auch dafür bekannt, dass ich echt kritisch bin und auch knallhart. Ne? Also wenn was nicht schmeckt, dann ist es so. Dann wäre ich jetzt wahrscheinlich, hätte ich mich vor dir versteckt. Genau. Ne? Aber es war top. Es war wirklich gut. Und jetzt werden wir dann volle Hütte von JP, wenn wir dann jetzt essen. Ja? Machen wir. Nächstes Mal kommst du, sagst du Vollausstattung. Vollausstattung, ne? Ja. Ja, ist so. Ich geh nicht so, tut mir leid. Mach nichts. Was kommt da jetzt drauf auf JP's Pizza? Ach, Roberto, ich wollte dich noch was fragen. Ne? Auf meiner Pizza, wie hieß die nochmal? Diavolo, ne? Don Diavolo. Ja, Don Diavolo. Don Diavolo. Habt ihr da Honig drauf gehabt? Ja. Ja, ich wusste es. Honig. Da ist doch Honig drauf. Ich frag Roberto gleich. Honig drauf kommt gut, sage ich euch, wie es ist. So ein bisschen eine Süße kommt schon nice. Süß, scharf, fettig. Das Ganze mit ein bisschen Tomate und Käse. Ist eine sehr leckere Kombi. So muss das, Leute. Also mir geht ein Herz auf bei sowas. Ich feiere das so hart, wenn Leute Spaß haben. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass man den Honig noch da, also bevor man sie in den Ofen reinhaut, raufmacht. Aber wenn das dann so ein bisschen so anflambiert, Bei der Arbeit, das ist das Wichtigste, das Schönste, also eins der wichtigsten Sachen im Leben. Jeder muss arbeiten und es ist einfach traurig, wenn man keinen Spaß hat. Und umso schöner, wenn man Spaß hat dabei. Ich kenne das nämlich, wie es ist, keinen Spaß bei Arbeit zu haben. Du wirst depressiv bei irgendwann. Boah, sogar Süßkram hier. Mit dem Herz, das sieht heftig aus. Schauen sehr gut aus, die Pizzen. Oh ja. Oh.
So, was gibt's auf der JP-Pizza drauf? Soll ich hier wissen? Guckt euch. Was? Honig flambiert nicht, der geht kaputt bei mehr als 60 Grad. Echt? Ja, dass er nicht flambiert, das. Wie, aber inwiefern geht Honig kaputt bei mehr als 60 Grad? Was passiert dann da? Da ist doch Zucker drin. Und was passiert dann mit dem? Inwiefern. Okay, da muss man den danach drüber machen, okay. Die Blase an, so muss das. Nee, Mann, diese Blase, so muss das nicht, Alter. Das ist schon. Das esst ihr bitte nicht mit, das ist schon echt too much, Mann. Oi. Oh ja, noch ein bisschen Burrata drauf. Oh, Bruder. Roberto, was ist das Weiße hier? Das Innere von der Burrata. Das Innere von der Burrata. Ah, gut, dass du das sagst. Danke, Digi. Perfekt. Nimm ich so mit. Ich danke dir, mein Lieber. So, gleich mitnehmen. Wie könnt ihr die Teller anfassen? Das ist ja richtig heiß. Ja, klar. Krass. Das regnet ja draußen jetzt. Dann esse ich da hinten irgendwo. Ja, hier soll das gehen. Dankeschön. Super, danke dir. Danke, danke. Da ist das gute Stück. Geil, sieht das aus. Also wisst ihr was, nimm das gleich hier vorne mit hin, das geht nicht, das ist hier zu laut. Ich glaube, da haben wir alle keinen Spaß mit. Da setze ich mich hin. Zack. Auf ganz entspannt, guckt euch an, wo ich sitze. Geht nicht anders. Und nochmal für euch. DJ. Er setzt sich jetzt vor so eine Palette, hat die Hände voll gematscht und haut sich das Ganze dann rein. Sehr geil. Happy Performance Pizza, Schinken, Salami. Die heißt Vollausstattung, die Pizza. Okay, also ihr geht rein, bestellt Vollausstattung. Einmal Vollausstattung, bitte. Geiler Name. Stracciatella, Pepperoni, Käse. Wow. Wow. Das ist aber echt Vollausstattung. Da ist sehr viel drauf, was geil schmeckt. Ganz viele Eindrücke. Geschmacksexplosion. Die Sahnige von der Stracciatella. Schärfe von der Peperoni. Würzigkeit vom Belag, also von dem Schinken und von der Salami. Das Aromatische nochmal vom Basilikum reingeschossen. Schärfe kommt jetzt hinterher. Boah. Die Schärfe erfüllt so richtig den Gaumen, aber nicht zu scharf. Nochmal der Rand für euch. Salami, so richtig kross, seht ihr das? Der Schinken stapelt sich gerade so richtig zum Turm. Und das ist einfach ein leckerer Schinken, wo man sich ein Brot schmiert zu Hause und denkt, noch eine Scheibe rauf, noch eine Scheibe rauf, das schmeckt so geil. Nicht wie in Hartz-IV-Zeiten, wo man sich denkt, ich hätte es lieber sein lassen sollen, sondern lieber Trockenbrot mit Butter. Nein, das ist der gute Schinken. Einfach klasse Pizza. Ich snack noch ein Stück, dann geht's ab zur Bewertung. Wissen jetzt, wie die Küche ist, muss man aufs Klo gehen. Ich gehe da immer rauf, habe ich sogar. Das hat meine Mutter auch mal gesagt. Also meine Mutter, für alle, die es nicht wissen, die hatte ja ein paar Restaurants, hat selber auch in Hotels, in sehr, sehr noblen Hotels hier in und um München gastronomisch gearbeitet, hat teilweise im Käfer gearbeitet. Kennt ihr vielleicht, das ist so eins der teuersten Restaurants Münchens. Und hat mir da quasi gastronomietechnisch und essenstechnisch schon immer, seitdem ich ein kleines Kind bin, alles reingeprügelt, was geht und immer gemeint, wenn du wissen willst, wie es im Restaurant ist, geh auf die Toilette. Und ihr wollt gar nicht wissen, was schon alles mit eurem. Sie hat mir selber so Geschichten erzählt teilweise, was so abgegangen ist. Das ist krass, Mann. Also ihr habt schon deutlich mehr Keime und Zeug gegessen, als ihr eigentlich denkt. Ein Video oft aufgenommen, aber dann haben sich die Leute beschwert, dass ich bei Essensvideo immer zu viel Toilette aufnehme. Ja. Aber noch mal eine neutrale Meinung. Ich werde ja gleich auch meine Meinung zur Pizza geben. Was war Ihre Erfahrung? Okay, also ich habe Salat gegessen, mhm. Hühnerstück war ein bisschen trocken und als wieder gut machen, war sehr leckeres Dessert bekommen. Oh, das ist aber nett. Hat deine Schwester noch mal Glück gehabt? Und zur Bewertung, kurz und knapp. Pizza 1, andere Pizza, anderer Teig, andere Tomatensoße. Aber auch, schaut gut aus. Also schaut für das, was es ist, also mit der Schärfe und allem drum und dran, wenn man das so will, man bestellt ja auch eine Diavola, also was soll man da jetzt anders machen, so mäßig. Boah, schaut für mich jetzt so vom Video her, sah das schon nach einer 8,5 von 10 aus, ehrlich gesagt. Oder 8,7 oder sowas. Oder vielleicht sogar auch eine 9, schwierig zu sagen. So, ich hab's ja nicht probiert, aber sah schon sehr, sehr gut aus. Kommt eine 8,9 von mir zur Bewertung von JP Performance. Wenn ich es vergleiche mit den Hochkarätern, also diese beiden Pizzen könntest du mit beinahe jeder Pizza in Deutschland aufnehmen, meiner Meinung nach. Ultra stark. JP Performance Pizza schafft's in mein Ranking. Das Einzige, wo ich halt noch, wenn ich bei den Pizza-Weltmeistern war oder die wirklich internationalen Wettbewerben hoch abgeschnitten haben, da war der Teig noch mal ein bisschen krasser. Aber nichtsdestotrotz eine 8,9. Eine 8,9 kriegt auch die Pizza von mir. Beide sehr krank. 60 Seconds to Napoli, Welt.
Welt, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gerne einmal kurz die Mühe machen und einen Daumen oben knallen lassen. Gerne einen Kommentar, was wir als nächstes testen. Ich sag. Aber war das jetzt quasi wirklich so eine Kooperation von JP mit Ding? Also offiziell oder ist das so inoffiziell gewesen? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, um ehrlich zu sein.